Guten Morgen. Wird man durch die Rohkost sensibler? Und das ist ein Argument, was sehr viele, die Menschen beobachten, die Rohkost zu sich nehmen bzw. auf den Prozess der reinen Rohkost wandeln, beobachten, dass diese Menschen sehr sensibel auf gewisse Dinge reagieren. Das heißt, wenn diese Menschen dann plötzlich gekochte Nahrung zu sich nehmen oder Nahrung, die dem Organismus vielleicht nicht so gut tut, wie sie darauf reagieren. Die Silke Leopold zum Beispiel hat auch mal ein Video gemacht, wo sie an einem Tag gekochte Nahrung gegessen hat, so Reis oder so, und am nächsten Tag war ihr Gesicht total aufgequollen und ihre Zuschauer haben gesehen, was gekochte Nahrung oder sag mal, Nahrung, die nicht optimal ist für den Körper, was es anrichten kann. Und auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass in meinem Bekanntenkreis, in dem einige Rohköstler sich tummeln, und auch bei mir selber, dass es tatsächlich so ist. Umso länger ich mich vorwiegend rohköstlich ernähre, dass ich sensibler reagiere. Und nun ist aber die Frage, also für mich erstmal nicht die Frage, dass es so ist, wer sich rohköstlich ernährt, wer wirklich nur noch oder den Fokus darauf richtet, die Dinge zu sich zu nehmen, für die unser Körper naturgemäß designt ist, derjenige wird mehr Probleme haben, wenn er wieder Nahrung isst, die für uns eigentlich nicht optimal ist, wie vorher. Und jetzt ist die Frage, ist das ein Nachteil? Erstens, man hat nicht mehr Probleme. Man denkt, dass man mehr Probleme hat. Weil Probleme oder dass es einem nicht gut geht, das ist eine relative Aussage. Ein Kind, was in Afrika, ich glaube, das ist das häufig genannteste Beispiel, wenn es darum geht, um irgendwie Hunger auszudrücken. Wenn dieses Kind eine ganze Woche nur Banana Island hat, das heißt, nur Bananen essen kann, dann ist das was anderes, als wenn einer im zentraleuropäischen Raum den ganzen Tag nur Bananen essen kann. Ein Kind in Afrika, was sich die ganze Woche satt essen kann an Bananen, das wird trotzdem zufrieden sein, weil es keinen Hunger hat. Für europäische Verhältnisse ist das eine Challenge, ist das schwierig. Und dem wird das dann nicht so gut gehen. So. Und das meine ich eben damit. Man denkt, dass es einem nicht gut geht, weil man eben das aufgedunsene Gesicht hat oder diese direkten körperlichen Reaktionen. Allerdings ist es so, wenn man weiter sich vorwiegend nicht rohköstlich ernährt hätte, passieren im Körper Prozesse, die man gar nicht direkt mitbekommt. Prozesse, wo der Körper die Nahrung erstmal, wo er Energie darauf verwendet, diese Nahrung zu identifizieren, weil die Nahrung, die gekocht ist, die kann von unserem Körper gar nicht in der Form identifiziert werden, weil so ein Apfel oder so ein Stück Gemüse, was auch immer, was intakte Enzyme hat, wird von unserem Körper natürlich viel, viel schneller erkannt, als wenn wir irgendwas, eine Pampe essen, die gekocht ist und da irgendwie vielleicht noch mehrere Sachen da ineinander sind. Und entsprechend ist es dann so, dass das Wohlbefinden nur abhängig gemacht wird von dem aktuellen Status. Und wenn der Körper aber schneller reagiert, wenn er schneller Rohköstler-Sachen dazu entgiftet, ich habe da so ein bisschen Probleme mit dem Begriff, aber ich übernehme das jetzt einfach mal, weil ich will jetzt nicht noch ein Feld aufmachen innerhalb des roten Fadens, den ich jetzt nicht verlieren möchte. Also wenn der Körper dann tatsächlich schneller entgiftet, man isst etwas, was einem nicht gut tut, der Körper zeigt das sofort, bringt das auch nach außen, heißt im weitesten Sinne die Energie, negative Energie, nach außen, dann ist das eine super schnelle Reaktion. Und der Körper kann dann am darauffolgenden Tag wieder in seinem Gleichgewicht, in seinem natürlichen Gleichgewicht weilen. Was nicht der Fall ist, wenn man halt tagtäglich irgendwelche Produkte zu sich nimmt, Nahrung, die nicht optimal für den Körper ist. Und das sagt einem auch der Menschenverstand, dass das so ist. Und
Daher möchte ich dieses Argument, was viele gegen die Rohkost ins Feld führen, man wird sensibler, mal so ein bisschen, ja, relativieren. Weil ja, Rohköstler reagieren häufig direkter auf Schadstoffe, aber nein, das ist nicht negativ. Und nein, man fühlt sich dadurch nicht schlechter. Man denkt, dass man sich schlechter fühlt, sogar die Person selber und natürlich auch andere. Aber dadurch, dass der Körper in einem natürlichen, reineren Zustand ist, ist es für das Allgemeine, für die, ja, das allgemeine Wohlbefinden, da ist das zuträglich, wenn eben man sensibler und sensitiver auf gewisse Sachen reagiert. Und ich glaube, dieser Zusammenhang, ja, das sollte einfach mal genannt werden. Allerdings, auch da möchte ich nicht verleugnen, dass viele die Rohkost nicht optimal gestalten. Dass viele sich rohköstlich ernähren und denen es auch wirklich dann schlechter geht, weil sie einfach nicht darauf achten, auf ihre Intuition, weil sie sich zu sehr in Dogmen verfangen, also weil sondern der geistige Zustand nicht stabil ist. Und ja, auch andere auf anderen Gebieten außerhalb der Ernährung, ja, nicht in einen natürlichen Zustand kommen. Das heißt, viele Rohköstler haben einiges an Ängsten, was auch die politische Situation angeht. Und ja, viele Rohköstler verweigern die Natürlichkeit der Sexualität. Sie finden das als etwas Energieraubendes und etwas, ja, was man dann in irgendeiner Weise, ja, einfach nicht mehr praktiziert, ne, weil man in einem geistigen Zustand, in einer Reinheit ist und Sexualität wird halt noch als schmutzig betrachtet, was natürlich nichts anderes als Konditionierung ist. Und ja, das muss man auch dazu sagen. Also nicht jeder, der nur rohköstlich lebt, ist auch automatisch gesünder und reiner. Zu einer gesunden, grundgesunden Lebensweise zählen 4 Dinge. Das wiederhole ich immer gerne. Aus meiner Erfahrung und aus meiner Recherche muss man 4 Dinge beachten. Zum einen ist es natürlich eine gesunde Ernährung. Eine gesunde Ernährung ist vor allem eine rohköstliche Ernährung, eine vollwertige rohköstliche Ernährung. Und lieber vollwertig und keine 100% Rohkost als eine 100% Rohkost. Vollwertigkeit steht über allem. Das heißt, dass man alles aufnimmt, was man möchte. Man kann das versuchen, über die Nährstoffe zu regeln. Noch besser wäre es über die Intuition, weil jeder individuell, ja, ein paar andere Energien braucht. Aber ist ja jetzt so eine Zusammenfassung. Das ist das eine. Gesunde Ernährung. Das zweite, auch ganz wichtig, Abhärtung. Abhärtung ist richtig, richtig wichtig. Das heißt, kalt duschen, saunieren, barfuß laufen, solche Sachen. Auch körperlich an seine Grenzen aufgehen. Das ist der zweite wichtige Punkt für eine gesunde Lebensweise. Der dritte wichtige Punkt ist Bewegung, ist Sport. Wir sind dafür geschaffen, den ganzen Tag in Bewegung zu sein und nicht rumzusitzen. Sitzen ist generell die ungesündeste Form überhaupt, wie man sich, ja, positionieren kann. Also Bewegung, der dritte wichtige Punkt. Ja, und der vierte wichtige Punkt ist ein gesundes Mindset. Dass man zufrieden ist mit dem, was man gerade ist, was man gerade tut. Ja, dass man einfach entspannt ist. So, und die 4 Punkte, die sind wichtig für eine gesunde Lebensweise. Gut, das war jetzt ganz schön viel in einem Video, aber ich hoffe, die Quintessenz oder das Wichtige ist hier hervorgegangen. Das heißt, nur weil Rohköstler sensibler reagieren auf gewisse Dinge, heißt das nicht, dass es negativ ist, sondern im Gegenteil, das ist sogar etwas sehr, sehr Positives. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüss. Thank you.